Ich tu's. Na, Scheiße! Dann eben mit einer Rolle ins Vergnügen. Auch nicht. Dann springe ich dieses Mal etwas schräger. Uff, yes. Stimmt, da war noch was. Sogar zwei waren da noch. Ist die Frage, hoffentlich... Boah, Gott sei Dank ist das ein Idiot. Gut. Jetzt aber... Breitschwert, Gift und Menschenbild. Okay, das Menschenbild werde ich jetzt auch brauchen. Und das Giftschwert, ja. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich wieder zurück? Wie haben die sich das gedacht? Ich habe übrigens mir einmal den Silberkatzen gekauft für den Fallschaden. Also nur, damit ihr Bescheid wisst. Mein Gott, diese Folge ist sowas von zerstückelt. Komme ich mit dem Sprung jetzt da drauf? Ja, ich würde mal sagen, letztes Mal Kaushi... Ah nein, kein Kaushi in Gefahr, das hatten wir... Da komme ich doch... Ach, da komme ich doch bestimmt mit dem Sprung hin. Ja klar, ich wusste es. Ich kenne meine Fähigkeiten. Bis zum nächsten Mal. Und bei dir nicht. Welcome to dying. So, wir sind wieder live. Ich bin nicht am Voraufnehmen. Ich habe Kommentare gelesen. Auch die zum Erntetal. Aber ich werde noch nicht zum Erntetal zurückkehren. Das machen wir, ich denke, wenn wir hier einigermaßen fertig sind. So, Kenkelix19 hatte mich darauf hingewiesen, dass man... Oh, hier war... Was soll das? Ich mache ihn fertig zum Analpenetrationsopfer. Das wollte ich gesagt haben. Und dann hau ich daneben. Nein! Kenkelix19 sagte zu mir, Bernd, du kannst diesen Sprung, den ich am... Anfang dieses Videos hoffentlich reinschneide. Kann ich tatsächlich machen. Ja, ich habe mir gedacht, das probiere ich dann doch nochmal. Und es hat funktioniert. Muha hier. So, warum ich das hier nicht probiert habe, entzieht sich jeglicher meiner Kenntnis. Und so kommen wir auch am Einfallspinsel. Jetzt habe ich auf meinen Rechner gespuckt. Am Einfallspinselgewürz ran. So, mit dem Ding da vorne soll man ja unter mir soll man auch etwas machen können. Hier war es der Char Thomas. Hatte mir das hier geschrieben und ich glaube auch, Dr. Seuss, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hatten sie mich auch darauf hingewiesen, dass hier Vorsicht vor Leiter. Ha, ist das der Leiter der Anlage? Der bärtige Leiter, also ist er vertrauenswürdig. Mal sehen. Wow. Was sind diese Gefängnisse von oben nach unten? Ich hoffe, da kann man später so in einem Hero-Style runterrutschen. Shush, you idiot. Stay quiet. Spinnenleise! I'm on the run. Don't give me away. Du bist genau in die richtige Richtung geflohen. You're a fugitive too, eh? Mhm. Yeah. Why else would you be here? Versuche mich zum Boss zu flüchten. It's got death all over it. Ja, da haben mir andere auch schon von erzählt. You want to climb down here? Nein, ich will hochklettern. I can lend you a ladder. Eine Leiter? But, how much can you offer me? In anderen Dungeons findet man sowas kostenlos in Dungeons. Oh, yeah. I'm trying to help you, you know? Ich meine in anderen Spielen. Have you no gratitude? Downright rude, really. Nein, aber mein Degen kennt das. I've got a soft heart, so. Mein Degen war schon in vielen weichen Herzen. I let you off. This once. Das will ich aber auch meinen. 2000 Seelen? Mein Gott, ist das hier Schutzgebühr oder was? Alright. It'll be just a moment. Und wo ziehst du jetzt deine Leiter raus? Bist du damit schwanger, wie du den Bauch hältst? Jetzt will ich sehen, wo er das herholt. Ich habe hier keine Leiter gesehen. Okay, er kann Bodenfliesen in Leitern umtransmutieren oder was? Ist das Leiter no Jutsu? Okay? Ja! Go on ahead. I won't offer this deal twice. Warum nicht? Du könntest mehr verdienen und ich könnte schneller nach oben oder so. What is it? Eine Fußbodenheizung. Eine Fußbodenheizung. Oh, eine Geste geht auch. Kniefall. Nein! Nein!
Der Bernd beugt sein Knie nicht von niemandem. Psst. Have you heard? Ja, ich möchte ein Zeh kaufen. Well, apparently there's this monster lady, right? Meine Mutter? And the poison does wonders for her body. Oh, dann soll ich das auch mal ausprobieren? You know, health and beauty, that sort of stuff. Ah, dann ist Sterben also gesund! And I thought only human women were so petty. Okay, es gibt eine Monster... Das ist bestimmt... Es muss der Boss sein. Eine Monsterfrau, die vom Gift schön wird. Vielleicht hat sie zu viel Gurkensalat ins Gesicht geschmiert und das ist irgendwann weggewaschen worden. Jetzt sieht's hier so aus! That creature. She was human once, you know? Bist du wacker? Yeah. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. Und der war Vegetarier. But her husband? He had feelings for another. Frau Schweinesteak. The princess was desperate and sought eternal beauty. Schon innen noch schön blutig. Hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Oh, ja, und dann hat sie... Oh, da oben ist auch noch was. Mann, was habe ich hier alles übersehen? Wie komme ich denn dahin? Kannst du mir da auch eine schöne Leiter hinbauen? Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Now, listen here. When do you think this all happened? Gestern. Long ago. When this very land was called something else. Ach, dann ist sie bestimmt schon lange tot. Kingdoms have risen and fallen on this very spot. And this won't be the last. Oh no. Ich weiß, ich werde es nach mir umbenennen. Berndistan. That damned hag just can't let her old flame go. What? She's going to get us all burnt. Die Hexe von Isalith, oder was? God almighty. Ich bin einer davon. I'm not going to die in this dump. Schauen wir mal. Okay, das war also der Dialog. Ich sehe hier gerade nichts, wo es sich lohnen würde, auszuprobieren. Halt! Achso, da lang auf die Spitze zu laufen. Aber wo Spitze? Der Hallocian 1 sagte zu mir, Bernd, du hast den Rapier für dich entdeckt. Und das ist schlecht, weil andere sind danach nie wieder gestorben, nachdem sie das getan haben. Numero uno. Das ist kein Rapier, es ist ein Degen plus 4. Nee, das reimt sich sogar. Und ich habe den Ricards Degen plus 4, aber da sagte mir jemand, dass das Ding Müll sei. Ich habe auch mal das Breitschwert Gift ausprobiert. Ihr seht die scheiß Skalierung auf Geschicklichkeit und deswegen sage ich na 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 no man. Oh! Da... So, okay, das hat sich... Das hat sich Pharos Wahrheit... Oh Mann, Baby! Mir hat da auch jemand geschrieben. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade die Namen wieder mal nicht parat habe. Dass sich das Pharos Wahrheitsversteck im unteren Bereich dieses Türmchens, dieser Windmühle, dieser großen, dass es sich doch lohnen würde, weil es dort einen Giftresistenzring oder so irgendwie sowas gibt. Und ich glaube, das wäre sogar ganz praktisch. Und mir hat man auch... Bin ich echt den ganzen Weg hier gelaufen? Wir haben auch gesagt, ich soll mal mit brennendem Eifer versuchen, mit diesem Windmühlenaufsatz hier zu interagieren. Aber weil mich, oder weil das den Bosskampf für mich wesentlich einfacher machen würde. Und ich würde nicht verzweifeln. Aber ich bin ein Verzweiflungsbären. Und deswegen, ich hätte es... Ich könnte mir vorstellen, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht, wo man es jetzt genau macht. Irgendwie unten, ich glaube, eine Etage weiter unten. Aber ich wäre da niemals drauf gekommen. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre niemals darauf gekommen. Und deswegen gehe ich erstmal ohne weiter. Und ich weiß, ich werde mich irgendwann dafür hassen. Was mir vielleicht sonst noch jemand erklären könnte. Vielleicht wäre... Ich habe ja an zwei anderen Hebeln noch gezogen. Und an diesen... Ich glaube, ich bin ja falsch. Ich habe noch an zwei anderen Hebeln gezogen. Und die haben mir an der Decke diese komischen Gefäße irgendwie verschoben. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt einigermaßen. Maßen richtig. Piu. Jedenfalls, ich habe keine Ahnung, was diese Hebel verursachen. Sind die quasi nur zur Dekoration da, um damit der Spieler den, wie heißt es, das
oder auf die Idee kommt, oder was nicht auf die Idee kommt, aber sich denkt, wow, da kann man was machen. Das ist geil, das ist toll. So. Ich glaube, es war hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob es das da ist. Ich will da nicht durch. Wir hatten geschrieben hier, wo du versehentlich durchgerannt bist, durchgerollt bist. Da ist noch irgendwas. In der Wand. Dann ist scheinbar. Das ist ja auch in Ordnung, aber ich will mich nicht wieder vergiften, Mensch! Ist das Kacke. Es geht nicht anders. Wie soll ich das tun? Und es geht die Tür auf. Tatsächlich, genau hier. Ich hoffe, es geht weg. Ach so, hier komme ich dahin, wo ich... Ach so. Zauberquarzring plus 1. Was das tut, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe mit bewusst und voller Absicht habe ich mein Bastardschwert plus 6 oder 7 mittlerweile mal angelegt, um... Ich hatte mal offscreen ein bisschen damit rumgespielt. Ach, das war die Kacke hier. Das war die verdammte Scheiße. So, mal sehen, ob ich mich anschleichen kann. Dumm. Ich habe einen neuen Küchenmixer im Angebot. Und der... vergiftet. Oh Gott, sie hat einen Paddel. Das Ding explodiert. Ich weiß, dass es explodiert. Weil ich gut bin. Weil ich es mir gemerkt habe aus der letzten Folge. Nein! Was? Hör auf! Was hat das? Ach, ist ja auch egal. Ich hab's überlebt. Verbirgtes Dämmerungskraft. Ich kämpfe mich jetzt nochmal irgendwo hindurch, wo mir auch jemand gesagt hat, ich das ZPM 3... Ja, hier war das. ZPM 3 Atlantis und, wie sie alle heißen. Dr. Zeus, Char Thomas, Ick. Ich weiß nicht... Ah ja, er wird davon richtig scheiße gestaggert. Das war mir sehr gut gefallen an dem Teil. Autsch! Ich wollte mal was ausprobieren. Das hatte ich gestern... nicht gestern. Vorgestern offscreen geschafft. Okay, das wollte ich nicht probieren. Aber ich werde jetzt hier meine Estus verbrauchen wie ein Weltmeister. So, da war die Horrorfrau. Horrorfrau. Weg. Horror... Ich hoffe, die Olle kommt nicht. Kommt sie oder kommt sie? Nicht. Sie kommt nicht. Okay, wunderbar. Sie wartet. Sie weiß, dass ihr Platz in der Küche ist, wo der Herd warm wird. War hier der Invader-Typ? Oh, okay, da muss ich, glaube ich, nicht mehr hin. Da war auch so eine Pharos-Vorrichtung, aber da hat mir niemand gesagt, ich soll das Ding benutzen. Und, ah, ich glaube, jetzt sind wir wieder richtig. Ja, tut mir leid. Hier war, sollte... Ah, ja. Hier und, es ist ein Leuchtfeuerchen. Yes. Ich werde mal kurz einen Schnitt machen. Ich werde meine Seelen ausgeben. Wahrscheinlich nochmal einen Wert steigern oder die Waffe hier aufbessern. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe mir giftresistentere Ausrüstung angelegt. Die Grabwächter, das Grabwächter-Oberteil, die Finsterstülpen, das Grabwächter-Unterteil. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein hier. Gut. Ansonsten müsste ich jetzt hier soweit alles haben, denke ich. So, wir sind jetzt an der Stelle, wo ich dachte, hier muss ich mich runterfallen. Danke. Kann man sich hier... Ah, wunderbar. Da unten sind aber auch diese bösen Männer. Oh, oh. Shit. Da ist... Okay, kann ich... Oh, oh, shit. Ich habe auch meine Waffe ein bisschen... aufgebessert. Nein! Hör auf! Ich muss leben. Was hat er jetzt gemacht? Ja, genau. Mach das. Ich töte dich jetzt kurz. Und dann sind wir durch. Die Frage ist, kann man hier durchlaufen? Grabwächter. Oh, Grabwächter-Maske, die fehlt mir, glaube ich, sogar noch. Grabwächter-Oberteil. Das ist das Zeug von denen hier. Die haben das ist die Gasmaske. Warum lebt das nicht? Ah, obwohl, die hatte ich doch. Komisch. Alles andere an dem Grabwächter-Zeug hat meine Giftresistenz ins Unermessliche steigen lassen, aber das plötzlich nicht. Oh, Maske der Männchen. Jo, die nehmen wir auch. Mal sehen, wie sehen wir denn damit aus? Blöd. Ja, jetzt ist die Frage. Ich vermute, das ist ein super krasser Giftboss. Deswegen hätte ich mal... Das hätte ich offscreen... Ah, shit. Offscreen machen sollen. Erstmal das raus hier, was ich jetzt gerade nicht brauche. Gut, von den Früchten... Ich nehme ja mal eine von den Früchten, bevor ich da reingehe. Oder lass mal es bleiben. Nee, ich gucke mir den Kampf erstmal an. So viel Zeit muss sein. Ich werde damit rechnen, dass ich hier krepieren werde. Mütter, die... Ach nee, das ist...
hier im Gifthaus. Oh shit. Oh kacke. Trink ganz schnell. Und weiter geht's. Und jetzt hau drauf. Und ja. Trink ganz schnell. Trink ganz schnell. Jawohl. Oh shit. Kacke. Moment, ich bin wieder anti-vergiftet. Trink ganz schnell. Du wirst vergiftet. Okay, ranlaufen. Mach was! Du Sack! Oh Gott, okay. Oh mein Gott, sie heilt sich! Das macht Sinn. Zwei und... Trink schnell, schnell! Nein! Pff, okay. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, warum der Kampf übel wird. Aber ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Das... Okay, die... Oh, Sturz! Schnell! Nein, das ist... Was? Wie schnell bin ich jetzt krepiert? Diese Fackgranaten! Leck noch! Das ist... Wie schnell kann die Scheißschnulle angreifen? Was? Wie trifft mich... Ich hasse sie. Ich kann es nicht. Und dann rafft... Okay. Wenn ich nicht wüsste, dass man das Zeug ablassen kann, würde ich sagen, die Entwickler haben es hier geschafft, ein Boxhorn zu jagen, was völlig abstrus ist. Okay, trink mal ein. Trink, schnell. Ja. Okay, Treffer. Dieser Angriff ist unmöglich. Okay. Bis man hier wieder dran ist an dem Boss, ist mal wieder Weihnachten. Okay. Angriff. Abstand. Und sauf. Jetzt soll ich... Ah, scheiße. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen, um... Danke! Sauf. Was macht sie jetzt? Super, ich komme hier nicht dazu, irgendwas zu tun. Gut. Jetzt drauf, auf sie mit Gebrüll. Nein, oh shit, trink! Wie oft soll ich auf diesen Scheißknopf denn doch drauf drücken? Bis du mal saufst. Scheiße, wie oft kann die blöde Tusse angreifen? Ah, jetzt hatte ich sie fast geschafft. Was heißt fast? Mist. Scheiße. Oh. Ich hau jetzt alles rein. Oh, come on! Geschafft! Egal, es ist ein Double KO, ich hab sie geschafft! Ich habe bewiesen, es geht mit Scheißgift! Es geht! Ich hoffe, es zählt nur. Nein! Nein! Sag bloß! Warum? Ich hab sie erledigt! Das ist scheiße. Ohne fürs Saufen bringen. Das ist nicht wahr, das ist nicht. Trinkst du denn nicht? Das ist. Ja, super. Ja. Ich wünschte, ich hätte noch Materialien zum. Zum. Nicht nur buffen, sondern auch, noch zum Aufschmieden, damit ich mir meinen Degen hier verbessern kann. Dann würde ich das vielleicht sogar schaffen, diesen Kampf hier. Verdammt, jetzt macht sie die ganze Zeit nichts. Komm, trink. Okay. Das hat sie bis jetzt noch nicht gemacht. Tut mir leid, dass ich so still bin, aber ich muss mich konzentrieren hierbei.
um auch nur den Hauch einer Chance hier zu haben. Ich hasse es, dass ich manchmal einfach nur da durchhaue. Okay, das reicht. Come on. Ja, mach nix. Mach ruhig nix. Jawohl, das ist es. Das ist es. Ich hab noch Estus. Und jetzt muss ich hier irgendwo hin. Oh mein Gott. Wo muss ich? Ja, Königin Seele, raus hier. Einfach nur raus hier. Einfach nur raus aus diesem fucking Pool. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit kommen wir zum Endergebnis der Botox-Weltmeisterschaften. Geschafft, ja. Aber sowas. Ja! Bitch! Fuck you, bitch! Boah! So, was ich über diesen Bosskampf sagen kann, ist eines. Er funktioniert einfach nicht. Zumindest nicht so. Ich weiß nicht, was die Vereinfachung ist. Vielleicht fackelt ihr dann das Gift weg. Vielleicht verbrennt sie in dem Zeug. Ich weiß es nicht. Vielleicht fließt das Zeug ab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich sagen, dieser Boss funktioniert in diesem Modus nicht. Warum? Aus zwei einfachen Gründen. Das erste Problem ist, das, was sie tut, ist halt wieder mal hochgradig random. Ich behaupte jetzt auch nicht, ich habe jetzt gewonnen, weil ich so gut bin. Ich habe gewonnen, weil sie entsprechend nice reagiert hat. Das Problem ist einfach, sie kann zwischen zwei verschiedenen Angriffsphasen wieder so schnell agieren, dass sie mir keine Zeit lässt, um Estus-Flakons zu trinken. Und während das Gift da ist, muss ich Estus-Flakons trinken, sonst sterbe ich an Gift. Ihr habt's ja gesehen. Gut, ich weiß nicht, was dieser Anti-Gift-Ring irgendwie bringt und ich weiß, ich kann mich mit Hilfe von Buffs irgendwie noch da durchbringen. Ich habe allerdings nicht mehr viel davon. Also, hätte ich jetzt in jedem Versuch meine Buffs verbraucht, hätte ich jetzt nichts mehr gehabt. Das dazu. Und deswegen, ich weiß nicht, wie der Boss oder durch die andere Weise ist. In dieser Fassung ist er nicht funktional. Er funktioniert nicht. Läuft er voraus schon wieder? Boah. Also, ja, er funktioniert nicht. Ganz einfach. Und dieser Aufzug funktioniert? Er funktioniert doch. Jetzt gehen wir unseren Papa König Aland besuchen. Zumindest muss ich gerade daran denken. Jesus Arsch fucking Christ! Kreuzfehler! Dieser Bosskampf, nein! Also, so wie er jetzt ist mit dem Gift, grottenschlecht designt. Völlig zufallsabhängig. Ja, das meine ich. Sie hat irgendwie zwei Angriffsmuster, diesen Angriff, wo sie nach vorne stirbt mit der Lanze und wo sie versucht, einen zum Armen, wo man hinterher mal Möglichkeit hat, hurra für Fackel? Ja, leck mich! Scheiß auf die Fackel! Wo man hinterher mal die Möglichkeit hat, auch was zu trinken oder dass man Gegenangriff fürchten muss. Aber zwischendurch habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich auf Distanz gehen. Aber dann ist es fast jedes Mal so, dass sie automatisch dann mit einem Fernkampfangriff dann triggert. Einem davon kann man dann... Wo ist denn das hier jetzt, bitteschön? Ich bin auf die Spitze einer fucking Windmühle. Fahr einen Aufzug nach oben und bin ganz woanders. Wie funktioniert das geografisch? Über diese Brücke muss er gehen. Oh, jetzt darf ich hier durchlaufen, oder was? Okay, wir werden... Kann ich da drauflaufen? Nein. Kaushi in Gefahr! Kann Kaushi da drauf? Oh, da liegt sowas rum. Ja, jetzt muss ich meine Asbestrüstung erstmal finden. Bis zum nächsten Mal. Heißt es eigentlich Yes she can or no she can't? Weil offensichtlich kennen sie, aber jetzt gerade kannte sie not. Kannte sie, meine ich. Na, egal.